Jetzt wird's interessant. Wir haben zwei Flächen, das ganze Jahr über Eis. Dieser Raum ist für maximal 100 Leute ausgerichtet, die gleichzeitig hier trainieren können. Trainingsmöglichkeiten ist die Akademie wirklich weltweit eine der Top-Stationen. Bei mir hat das früher immer so ausgeschaut, Alleingang, zack, dann hat er einen Cup. Ah, hast du's drauf? Hallo Eishockey-Fans, schöne Grüße aus Salzburg. Ich befinde mich heute hier in der Red Bull Eishockey Akademie und ich mag einfach mal wissen, warum kommen so viele tolle Eishockeyspieler genau hier hervor? Ab geht's! Da steht schon, Enter the Next Level. So, lala, das freue ich mich aber. Helmut, servus. Wie geht's, wie steht's? Hey. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. In deinem, in eurem Reich, das ist ja überragend. Wo sind wir denn hier eigentlich genau? Ja, wir sind eigentlich im Mittelpunkt der Akademie. Okay. Hier in dem Haupthaus, wo eben einerseits hier unsere Mensa ist, zum fürs Essen, und die Zimmer sind, wo unsere Spieler leben. Die ganze Akademie ist für Fußball und Eishockey und wir teilen uns eigentlich alle Bereiche, die größten Bereiche, bis auf die Eisfläche meistens eigentlich untereinander auf. Können die Spieler immer essen, wann sie wollen? Es gibt schon Vorgaben, weil wir natürlich Frühstück, Mittag essen. Wir haben vier Mahlzeiten nachmittags und Snack haben und am Abend. Es wird immer umgeräumt, aber es gibt immer die Möglichkeit, im sehr, sehr große Zeitfenster zum Essen zu kommen. Das Essen selber wird hier frisch gekocht für uns. Wir haben bis zu 300 Essen hier mittags, also schon ein ganz größerer Bereich. Die Mahlzeiten werden über Ernährungsberatern zusammengestellt und die Spieler können eigentlich alles, das ein Buffet essen ist, eigentlich so viel essen, so viel sie wollen. Und ob sie jetzt zwei- oder dreimal in diesen Zeitfenstern gehen, ist eigentlich ihnen selbst überlassen. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, das ist dann der Wohnbereich? Ja, ganz genau. Hier sind unsere Spieler untergebracht. Wir haben also 150 Wohnplätze, 75 für Fußball, 75 für Eishockey. Aber das ist eigentlich der Wohnbereich nur. Unsere Jüngsten sind 14, also U15-Bereich, das ist unsere Mannschaft, bis 18. Wenn sie 18 werden, verlassen sie die Akademie, weil dann natürlich versuchen sie mehr so auch, sag ich mal, an das normale Leben, Eigenverantwortung ranzuführen mit Apartments, die wir hier in der Nähe haben. Dann schauen wir mal hoch, würde ich sagen, gerne. Oder? Hat da jeder ein eigenes Zimmer oder gibt es da Doppelzimmer? Wir sind immer zu zweit in einem Zimmer. Meistens ist das Eishockeyspieler zusammen und Fußballer zusammen, eben auch allein schon durch den Ablauf. Hier macht es natürlich meistens Sinn, dass zwei Spieler aus der gleichen Mannschaft. Ja. Die Spieler können sich das selber auch aussuchen, mit wem. Und meistens gibt es da schon Kontakte vorher, dass sie sich dementsprechend eben dann vorher absprechen. Meine Zeit in Salzburg war auf jeden Fall sehr schön. Ich war ganze 6 Jahre da. Man lernt auf jeden Fall viele Freunde kennen. Man kann sich ja vorstellen, wie das ausgehen wird, wenn man mit seinen Teamkameraden, seinen besten Freunden zusammenlebt. Also da auch nochmal Hut ab an die Erzieher, dass sie uns da ausgehalten haben. Was hier eigentlich ganz schön ist, dabei hast du einen großen Balkon auch draußen. So dass du je nachdem auch mal Fußball zuschauen kannst und auch sich draußen sind, die Spieler sich immer wieder eben so auch außerhalb des der Zimmer auch mal treffen können. Was ich auch so cool fand, war einfach, dass du ein Zimmer hast mit einem aus deinem Team und dann die anderen alle drumherum relativ nah sind. Das heißt, du machst immer was zusammen. Du gehst zusammen zur Schule, trainierst zusammen, machst danach noch irgendwas zusammen. Was, glaube ich, einfach ja, das Team super zusammenschweißt, was das angeht. Zimmer, jeder für sich selbst verantwortlich, Sauberkeit, oder? Ja und nein. Es wird irgendwie sauber gemacht, aber es wird nicht aufgeräumt. Das heißt, ich muss schon schauen, dass meine Sachen irgendwo in Ordnung sind. Wenn der Boden nicht sichtbar ist, weil da irgendwelche Sachen rumfliegen, der wird noch nicht sauber gemacht. Hier die Bereiche sind unsere Schulkoordinatoren, die aufgeteilt sind. Die koordinieren einmal, sagst du, wie ist die Notenspiel, dann Freistellungen für Nationalmannschaften, Freistellungen für Turniere und. Die Spieler haben sehr viele Abwesenheiten. Nicht jeder Schüler ist gleich gut. Da gibt es ja auch mal vielleicht Fächer, die nicht so gut laufen. Wie handhabt ihr das Ganze, wenn jetzt ein Schüler Probleme hat? Gibt es dann auch mal den Fall, dass der, wenn er schulisch nicht performt, dass er sogar hier vielleicht Probleme bekommt, überhaupt hier bleiben zu können in der Akademie? Wir nennen das sozusagen das Ampelfeedback bei uns. Das heißt, okay, wenn grün ist, wie ich schon sage, ist alles okay, dann ist alles in einem Bereich, wo es eigentlich problemlos gibt, wo es eigentlich sehr viele Möglichkeiten noch gibt, eben Freistellungen für den Sport. Dann nehmen wir das nächste eigentlich dann orange. Das sind dann so, wenn es halt Fächer gibt, wo es die Versetzung gefährdet ist, dann gibt es so eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung und auch eine verpflichtende Nachhilfe, die man dann versucht so zu koordinieren, dass das nicht den Sport betrifft. Wenn das jetzt auch nicht hilft, dann ist man auf Rot und wenn es halt rot ist, dann gibt es halt mehr Sachen. Das ist nachmittags, am Wochenende sind dann schulische Maßnahmen und so, dass das eben dann in den Sport eingreift und eben dazu führen kann, dass man
man auch entweder am Training oder am Spiel nicht teilnehmen kann. Man lernt da auf jeden Fall auch selbstständig zu sein, sich um seine eigenen Sachen zu kümmern. Also auch Sachen, die man jetzt nicht unbedingt auch nur fürs Eishockey braucht, sondern auch für spätere Leben. Und ja, auch von der Schule her, das ist so abgestimmt, dass meistens das passt mit Schularbeiten und Auswärtsfahrten. Wir arbeiten mit einer Privatschule zusammen, die teilweise hier auch ihre Unterrichtsstunden abhält. Mhm. So sind eigentlich hier Räume geschaffen worden. Hier siehst du einen größeren Raum, hier sind so Einzelbetreuungen, sodass man da sehr individuell das gestalten kann. In der nächsten Etage sind eigentlich unsere Sportpsychologen hier. Wir fangen an, also oft viel mit Workshops für Themen, am Anfang meistens Teambuilding, Zeitmanagement und solche Dinge, um die Jungs sich eigentlich auch weg von zu Hause, wir eine zusätzliche Betreuung eigentlich haben. Ist Psychologe automatisch auch Mentaltrainer der jetzigen Zeit oder ist das wiederum was anderes? Es ist, glaube ich, beides. Sie sind, also sollten so Ansprechpartner sein, okay, wenn man etwas hat, ob es jetzt in der Schule ist oder beim Sport, wo man vielleicht nicht unbedingt mit dem Trainer drüber reden möchte, ja, oder manche Dinge auch, wir haben auch viele private Dinge, ja, Eltern zu Hause Probleme und, dass man da nochmal einen zusätzlichen Ansprechpartner hat für die Spieler. Helmut, das ist ja wie eine eigene Stadt, ein eigenes System, also das ist ja alles unter einem Dach, oder? Eishockeyspieler in dem Alter, die haben eigentlich zwei Berufe, sie sind Schüler und sind Eishockeyspieler schon. Und dass man diese Zeiten, die man einsparen kann, vom Wohnen zum Sport, zur Schule, zum Essen und das ist alles so eng, das sind alles Zeiten, die genutzt werden können für alle Bereiche. Also nicht nur, dass wir sagen, die drei Bereiche, ist einmal Sport, ist Schule und ist die Freizeit, um einfach einen ausgeglichenen Lebensablauf zu haben, weil wir reden ja hier nicht über eine Woche, so ein Camp oder vielleicht zwei, drei Wochen. Die meisten bei uns sind 4 oder 5 Jahre hier und die sollten sich 4, 5 Jahre hier wohlfühlen und nicht nach 2, 3 Wochen irgendeinen Lagerkoller bekommen. Wie komme ich denn als Eishockeyspieler eigentlich zur Akademie? Also muss ich gesichtet werden? Gibt es ein Formular, da fülle ich was aus und ihr sucht die Leute aus? Die Qualifikation geht über den Sport, das ist Nummer eins. Man kann sich direkt bewerben bei uns. Aber im Endeffekt versuche ich einen Überblick zu haben, ob es jetzt eigentlich in ganz Europa Spieler zu sehen, wo ich das Gefühl habe, die passen zu uns. Das ist einmal der Sport und natürlich auch das Leben. Weil man lebt ja hier, sagen wir mal, etwas wie in einer Großfamilie. Und deshalb muss das auch vom Charakter so passen, auch an den Spielern passen, die das eben dafür auch schon geeignet sind. Für mich Hotelcharakter hatte es schon ganz sicher. Ja. Die Planung begann 2010 und da war man sich, glaube ich, nicht ganz sicher, wie gut wird das laufen. Okay, und dann hat man schon mal gesagt, okay, wenn das von der Planung her, wenn das jetzt nicht als Akademie mal weiter genutzt wird, ja, hat man eben die Möglichkeit, das relativ schnell zu einem Hotel oder so umzubauen. Für uns entscheidend ist nicht dieses Gebäude, sondern immer die Menschen, die hier drin sind. Ja. Ob das fängt in der Küche an, das hängt mit allen Leuten, die hier arbeiten, zusammen. Sonst geht das System ja auch gar nicht. Das geht nicht. Das ist ja, und das ist das Entscheidende. Ja. Weil ob ich jetzt ein Haus habe wie hier, jetzt das toll zum Anschauen ist, oder ich habe etwas, sag ich mal, ein Holzhaus irgendwo stehen mit ganz einfachen Zimmern, funktioniert genauso. Und die Eisfläche ist auch immer 30 mal 60. Hier machst du etwas einfacher, weil viele Dinge einfach da sind, die sonst eben, wo man sich sonst irgendwo bemühen müsste, wie kriege ich dieses und kriege ich jenes, das macht sie etwas einfacher. Aber das ist entscheidend, sind immer die Personen, die das eigentlich hier tagtäglich alles durchführen. So, hier kommen wir jetzt mehr in den Sportbereich. Wir haben hier Leistungsdiagnostik im Haus, wir haben Ärzte im Haus, sodass wir eigentlich da rundum versorgt sind. Hier ist dann der Sportbereich, der gemeinsam genutzt wird. Trainingsmöglichkeiten, was das angeht, ist die Akademie wirklich weltweit eine der Top-Stationen. Ich zeige euch noch unseren Kraftbereich. Der ist ja richtig klein, habe ich gehört, gell? Der ist nicht so groß geworden, leider. Dieser Raum ist für maximal 100 Leute ausgerichtet, die gleichzeitig hier trainieren können. Wow. Und dann, wenn man da natürlich mit Stationen beginnt, dann wird das hier etwas chaotisch. Ach, die Station ist sozusagen an einem Gerät. Ort, genau. Das ist hier, wenn man das hier sieht, man hat einmal hier alles so für Beine hier vorne, da hinten ist mehr Oberkörper, man hat Seilzüge auf der Seite, man hat hinten Kurzhanteln. So ist alles eigentlich in einer Area drin. Und was wir hier noch haben, wenn man individuelles Programm, das ist Elite, ich klicke mal drauf, wenn man sieht. So kann ich mich als Athlet einloggen und mein Athletiktrainer hinterlegt ein Programm, sodass ich auch innerhalb der Gruppe sehr individuell trainieren kann. Und das ist hier noch ein Kamerasystem, dahinter ist ein biometrisches Kamerasystem. Sieht man da vorne diese zwei schwarzen kleinen Kameras, die da sind, die eigentlich, also die ein Feedback geben. Das ist hier als Beispiel, steht da drin, 6x5 Kniebeugen, mittlere Geschwindigkeit tief. Dann gibt es hier einfach, zählt die Wiederholungen, es zählt die Geschwindigkeit und es gibt ja auch die Tiefe der Kniebeuge an. Das ist eine Qualitätskontrolle auch.
Die Jungs dürfen heute vorm Eis selber auswählen, was sie trainieren wollen. Seht ihr, also die meisten entscheiden sich für Krafttraining. Manche sind oben auf der Skatemill und machen zum Beispiel Schussübungen. Die Tormänner sind mit der Sense Arena unterwegs. Tobi, was hast du jetzt genau eigentlich da auf dem Kopf drauf? Das ist eine VR-Brille für uns Goalies da an der Akademie, wo wir einfach visuell die Schüsse fangen können und auch, dass wir nicht die ganze Zeit am Eis sind, dass wir Saves machen können und an uns arbeiten können. Das heißt, Tobi sieht jetzt die Spielsituationen auf seiner Brille und das sind die typischen Torhüterbewegungen in der Grundstellung, im Butterfly und geht visuell, virtuell die Schüsse durch. Hast du schon einen reingelassen oder immer? Ach krass! Bei mir hat das früher immer so ausgeschaut, Alleingang, zack, dann hat er ihn gehabt. Hast du es drauf? Danach schreiben mir die Jungs genau, was sie gemacht haben. Ich trage das in ihre Trainingskalender ein und dann besprechen wir durch, was sie vielleicht besser machen könnten oder wo sie eine Entscheidung treffen können, die vorm Eis sinnvoller wäre. Oder vielleicht hat es eh genau gepasst. Ich kenne es aus meiner Zeit nur so, da gibt es einen Plan, den musst du abhackeln und das war's. Also warum heute so? Wir haben eigentlich das Ziel, aus den Jungs mündige Sportler zu machen. Wenn sie bei uns einmal die Akademie verlassen, dann sollen sie wissen, warum mache ich was, was brauche ich, vor allem in der Saison, dass ich fit bin, was brauche ich für mich selber, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Ab und zu kann man dann quasi einmal die Leine lockerer lassen, schaut die Jungs einmal an, was machen sie, wie bereiten sie sich vor, so wie Spielvorbereitungen, Spielwarm-ups zum Beispiel, lassen wir sie komplett allein in der Regel. Vorausgesetzt, sie wissen, was sie tun. So Helmut, wo sind wir jetzt hier? Das ist okay. Hier ist so ein Bereich, den wir haben, der nennt das Shooting- und Skating-Bereich. Das ist auch, man sieht hier einige Spieler, die da sind. Das ist, bevor sie meistens zum Training gehen und jetzt keine Lust jetzt haben aufs freie Eis, was bei uns auch möglich ist, dann kommen die hier auf den Schießen vorher. Hier geht es ja rein, nur Stickhandling, Schießen, Passen. Ja, und Skaten auch. Wir haben hier zwei Skatemills. Im Prinzip ist es ein Laufband, das man mit Schlittschuhen nutzen kann. Es geht bis zu 36 Stundenkilometer, also extrem schnell auch. Wo wir arbeiten, ist sehr oft mit verletzten Spielern, weil die kann man hier sichern, das ist ja an der Sicherung. Das heißt, gerade wenn einer so Oberkörperverletzungen hat, kann der schon anfangen zu skaten, ohne dass ein Risiko ist. Oder was sehr stark ist, auch im koordinativen Bereich. Weil es ist so groß, wenn du hier siehst, wenn ich hier stehe, ich kann hier drauf passen und schießen und muss natürlich die ganze Zeit weiterlaufen, weil sonst bist weg. Das heißt, andere Spieler, die in ihrer Freizeit sich zwei Netflix-Serien reinziehen, hier kann man einfach schießen, passen, üben, wann immer man möchte. Genau. Ja, wir haben jetzt diesen Regenerationsbereich, das sind so Hot-Tops, also heißes Wasser, da hinten Kaltwasser, ein Dampfbad, Sauna, so Lichttherapien. Wir haben einen Pool hier mit einer Gegenstromanlage, den man gleichzeitig auf drei Ebenen, wie man sieht, bis in den Boden heben und senken kann. Das ist eigentlich als Reha-Maßnahme oder nach Verletzungen einfach und sowas, das eben dann schneller zurückzukommen. Genau. Kältebecken gibt es auch. Ich wäre jetzt unglaublich gern da reingegangen, aber schade. Kein Wasser drin, von dem her Glück gehabt. Der wichtigste Bereich, oder? Wenn man was erreichen will, einem Club, muss man sich mal einen Betreuer gut stellen. Sonst ja, definitiv. Grüß Gott zusammen. Servus. Patrick, grüß dich. Wie viele Betreuer seid ihr denn insgesamt? Oder wie viel? Vier, da in der Akademie, vier für fünf Mannschaften. Aber jeder Betreuer hat sein eigenes Team oder mischt sie ja untereinander? Es ist einer fix zu einer Mannschaft zugeteilt und die Jüngsten, die werden von uns allen dann mitbetreut. Sehr, sehr cool. Viel Spaß noch, Jungs, gell? Danke dir. Ach, das ist Lager, darf er auch mal reinschauen? Ja, klar, schaut an. Wow. Ach, das ist natürlich jetzt geil. Jetzt wird's interessant. Helmut, so wie deine Schläger früher auch ein bisschen, oder? In meiner Zeit gab es noch Holzschläger. Ich habe noch eine Generation Holz noch. Spieler darf wechseln, wann er will, muss anmelden, wenn er was wechseln darf oder ist frei? Ja, gut. Ja, die, gut, Schläger und sowas, also nach, also sucht sich eigentlich vor der Saison seine Modelle aus, also sein, oder sein Modell aus. Und wenn die Schläger halt brechen, dann kriegt er halt dementsprechend die ersetzt. Wir haben zwar, die haben bestimmte Kontingente, aber die sind eigentlich so konzipiert, dass man damit eigentlich im Normalfall über eine Saison kommt. Das ist der Lager Red Bull Juniors, das ist eigentlich unsere älteste Mannschaft vom Alter her in der Akademie. Das ist eigentlich eine U20-Mannschaft, eigentlich eine relativ junge Mannschaft, die eben schon im Männerbereich spielen. Und wir haben einfach gesehen,
Das ist die einzige Mannschaftsakademie, die diesen Red Bull Helm auch spielt. Ach so, der Rest hat keine normale weiße Helme, sondern nur die haben das. Für uns ist das immer so, sollte ein Privileg sein, in diese Mannschaft zu kommen. Und für die Jungs hat das natürlich auch einen extrem hohen Stellenwert, diesen Helm zu tragen. Und das ist so ein Symbol, okay, da will ich hin, den Helm will ich irgendwann mal tragen. Und zweitens werden alle Nachwuchsmannschaften bei uns haben eigentlich keinen Namen auf, also ihre Namen nicht auf dem Rücken, sondern nur diese Mannschaft. Verstehe. Ja, so ein bisschen die Philosophie ist, ich spiele eigentlich vorher für das Logo da vorne und nicht für meinen Namen hinten. Und wenn ich es bis in diese Mannschaft geschafft habe, die eben dann eben im professionellen Eishockey eigentlich schon spielt, dann habe ich einmal den Helm und habe auch meinen Namen. Helmut hier, Wall of Fame. Wall of Fame, ja und nein. Ich hoffe, dass viele da vorne weiter hinkommen. Aber es sind alles Spieler, die bei uns die Akademie durchlaufen haben in den letzten Jahren, die jetzt eben in verschiedenen Ligen spielen. Wir haben Spieler in der NHL, die wir dort haben, die jetzt aktuell dort spielen. Und dann merkt das ihr DL-Spieler. Dann Österreich, man sieht ja so, der Schwerpunkt bei uns auch in der Ausbildung liegt auf Österreicher und Deutschen. Aber wir haben natürlich auch internationale Spieler, die eben jetzt in verschiedenen Ligen. Finnland, Tschechien, in, alles dabei. Ja, überall spielen, ja, genau. Wir haben zwei Flächen, das ganze Jahr über Eis. Wahnsinn. Und haben eigentlich auch nur 5 Teams, die hier drin sind. Sodass es eigentlich sehr, sehr viel Eis zur Verfügung sieht. Man jetzt zum Beispiel einen Spieler, der verletzt war. Man kann Einzeltrainings durchführen, die Spieler ranzuführen. Wir können das natürlich den ganzen Tag das Eis nutzen. Wir haben das, wo alle anderen nachrufen, immer wir brauchen mehr Eis. Dieses Problem haben wir nicht. Ja. Ich zeige euch mal eine Umkleide bei uns. Sehr gern. Ach wow, really nice. Das sind die normalen Standardkabinen unserer Mannschaften. Manche Vereinskabinen sind nicht annähernd so ausgestattet. Beamer ist auch da für die Analyse. Ja genau, mit Beamer, mit Anschlüsse hier, verschiedene für Laptops und sowas ist alles möglich. Alle Kabinen gleich ausgestattet. Wir haben natürlich Tracking-Systeme hier, um Trainings bzw. Spiele zu tracken. Einmal als Videotrack und einmal als mit physischen Daten. Dann haben wir automatische Kamerasysteme, die jedes Training aufnehmen, jedes Spiel. Das heißt, der Trainer kann jederzeit darauf zurückgreifen, wenn er ein Training anschauen möchte mit den Spielern oder den Spielern. Das ist eigentlich immer alles, wird mit Video aufgezeichnet. Kann der Spieler selbst auch dann Sachen nochmal anschauen oder nur mit Trainer? Bei Spielen ist es so, dass jeder Spieler nach jedem Spiel sofort seine ganzen Wechsel bekommt. Das heißt, er hat also kurz nach dem Spiel, 5 bis 10 Minuten später, hat er alle seine Wechsel, die er abrufen kann über eine Cloud. Das kriegt er automatisch. Mhm. Training selber nicht, weil das muss der Trainer ihm dann freigeben, weil das eben nicht in der Cloud direkt ist. Wir haben eigentlich 2 Profiteams oben drüber. Das ist einmal Red Bull Salzburg, wie man es hier sieht, oder Red Bull München da. Und wir sind eigentlich für beide Clubs da, eigentlich wie mit Nachwuchsspielern, die auszubilden für diese beiden Clubs. Was wir hier ganz interessant vielleicht noch hier ist, bei der Eröffnung 2014 war Wayne Gretzky hier mit 99, das kennt glaube ich jeder, den im Eishockey zu tun hat. Und das war eigentlich ein großes Highlight, eben, dass so eine Akademie eröffnet wurde im Bereich Eishockey, was es eben vorher noch nie so gab. Wobei wir da von 2014 zu jetzt eben schon stark gewachsen sind. Alles hat mal angefangen 2010 mit dem Gedanken, 2 Eishockey-Teams sollten hier sein, eine U18, eine U20 Mannschaft und 2 Fußballteams, U18 und U20. Und jetzt haben wir akademiemäßig schon beide 5. Das sind 10 Teams statt 4, plus der gesamte Nachwuchs beim Fußball noch. Oder teilweise, sieht man da hinten, wo eben auch wir noch Eis anbieten für unseren Nachwuchs hier in Salzburg, wenn sie halt Eisprobleme haben in der Stadt, dass wir hier noch was anbieten. Also es ist 3-4 Mal so groß geworden und deshalb sind die Anforderungen auch räumlich von den Räumlichkeiten her dementsprechend gewachsen. Eishockey-Fans, ein unglaublich interessanter Tag geht für mich hier in Salzburg zu Ende, in der Red Bull Eishockey-Akademie. So viele Informationen, so viele interessante Dinge, so viele Trainingsmethoden. Ich bin immer noch ganz, ganz baff. Ich muss das erstmal alles verarbeiten. Bis dahin, ciao, verlaufen.